Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2. In der heutigen Folge habe ich eine ID von der netten Yukari bekommen. Allerdings hat sie schon dazu geschrieben, dass das Level nicht von ihr ist. Und wir schauen einfach mal, was für ein tolles Level das sein wird. Ich denke mal, es wird ein sehr schwieriges Level sein. Ich hoffe, es wird nicht so schwierig sein, dass man es überhaupt nicht schafft. Aber wir werden einfach mal gucken. 1-1, but with a twist. Ganze 0,02% Abschlussrate von... Was ist das für eine riesige Zahl? 1,6 Millionen Leute? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja. Wow, 360 Leute haben es geschafft von 1,6 Millionen. Geil, gefällt mir richtig gut. Super Mario Bros. 1-1 with a tidy twist. Are you ready for a brand new 1-1 experience? Ja klar, von irgendeinem Russen mit dem Namen Sani. Okay, wir schauen einfach mal. Da habe ich ja Bock drauf. Also erstmal danke, Yukari, für die Einsendung. Also ich danke dir lieber jetzt am Anfang... Weil sonst während des Spiels werde ich wahrscheinlich immer mehr hassen. Jo, alles klar. Danke dafür. Also muss am Anfang ganz schnell nach links, aber ist ja easy, Leute. Habe ich doch gleich gecheckt, wie das hier geht. Hä? Also an sich ist das ja einfach nur auswendig lernen. Man muss nach links, dann muss man... Keine Ahnung wohin. Muss man da rüber hüpfen? Ja, Tidy Twist, alles klar. Wieso war das nicht auf dem Bildschirm mit drauf? Muss hier locker einfach rüber. Hä? Ich weiß nicht mal, wie ich an den vorbeikommen soll. Okay, warte, wir bleiben einfach ganz links. Nee. Hä, ich sehe ja nicht mal, wo ich als nächstes hin muss. Also ganz nach links am Anfang. Und dann? Kann man auf den Dingern stehen bleiben, ist die Frage. Auf diesen Stein, wo die Feuerdinger rauskommen. Das wäre halt noch so eine Sache. Aber ich kann es nicht mal ausprobieren. Oh nein, ich muss über dem rüberhüpfen, über den einen. Und dann auf den Boden aufkommt. Hier über den rüberhüpfen? Nee, hä? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass man einfach in den Stein draufstehen kann. Ziemlich sicher. Da bin ich nämlich schon zu spät. Da muss ich schon rechts vorbei sein, wenn der eine da runterkommt. Oder kann ich noch irgendwo anders hin? Ich glaube nämlich nicht. Ich meine, der Pfeil, ganz am Anfang, der zeigt ja auch nach rechts. Also ist das sowieso voll bescheuert, dass ich gleich am Anfang nach links gehe. So, seht ihr das? Hä? Nee, aber der ist trotzdem zu weit. Ich glaube, ich muss mit Schwung auf den einen rauf. Auf den da nämlich. Ja, oh, das geht tatsächlich. Das geht, Leute, das geht. Okay, easy. Und dazu hat man einfach nur 50 Sekunden Zeit. Ja, mega gut. Okay, da brauche ich Schwung. Geschafft! Und dann? Dann sofort nach rechts weiter, oder was? Ach, come on! Ich war doch schon unten! Muss ich da echt nochmal abjumpen, oder was? Ich bin weitergekommen als viele andere. Ach, Mann, ey. Kann auch sein, dass ich einfach irgendwo hochjumpen muss und gar nicht da runter muss. Also bis hierhin ist easy. Dann da hoch, oder was? Ich sehe ja nicht mal, wo ich als nächstes hin müsste. Also der Anfang ist halt super easy. Da oben ist auf jeden Fall falsch. Das war zu früh. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss einfach nur rechts dran vorbeilaufen. Ja, und da einfach hüpfen. Und dann komme ich da locker rüber. Ich muss den Block mitnehmen. Okay, verstanden. Ich muss den Block doch nicht mitnehmen. Da hätte ich einfach durchlaufen können. Verdammt, ey. Oh, aber an sich ist es voll einfach. Nein, der letzte Pixel da. Mann, wie schnell man da sein muss. Nein. Ah. Ja, wuhu! Leute, wird man einfach eingekesselt. Mario! Okay, und da dann nach rechts, aber dann kommt man da trotzdem nicht durch, oder? Mario! Das Level! Schönes Level. Super easy. Also ohne Witz, der Anfang ist hier voll einfach. Mann, ey, muss ich ganz nach rechts? Giovanni. So, okay, bin. Hui. Hui.
Okay, okay. Easy, easy. Nein, ich muss ganz nach links. Okay, ohne Witz, das Level ist richtig einfach. Guck, guck, seht ihr? Seht ihr? Also Leute, ich zeige euch das jetzt. Ihr springt hier rüber, ihr springt hier... Also Leute, am Anfang geht ihr ganz nach links, dann wartet ihr, bis dieses kommt, dann geht ihr ganz nach rechts, dann springt ihr vielleicht noch einmal, geht hier so rum, dann geht ihr ganz nach links, dann springt ihr hier rüber. Nein, dieser Block! Okay, also Leute, das ist eigentlich wirklich ganz leicht. Ihr geht einfach nach links, dann hüpft ihr hier rechts rüber, sterbt gegen das Feuerding. Und dann geht ihr nach links, dann wartet ihr, bis dieses Düdelütüt ist und dann sterbt ihr nochmal gegen das Feuerding. Dann kommt nämlich der Trick, ihr sterbt zweimal dagegen, dann geht ihr nach links, dann wartet ihr dieses Düdelütüt ab. Und dann lauft ihr nämlich nach rechts, ganz nach rechts, dann lauft ihr einfach nach links, wartet das eine Feuerding ab, hüpft ihr einmal rüber, geht nach unten, geht... Also Leute, eigentlich ist es ganz einfach. Ihr geht einfach nach links, dann geht ihr nach rechts, sterbt gegen Feuer. Dann geht ihr wieder nach links, wartet das Düdelütüt ab, geht nach rechts, geht wieder ganz nach rechts, stirbt wieder gegen Feuer. Das muss halt sein, ihr müsst zweimal gegen Feuer sterben, sonst kommt ihr nicht weiter. So, und der dritte Versuch ist nämlich immer der beste. Drei, dann wartet ihr das Düdelütüt ab, geht ganz weit nach links, hüpft noch einmal. Man, oh, kann man in die Röhre rein? Geht das bei 1-1, dass man in die erste Röhre rein kann? Moment, das müssen wir ausprobieren. Es geht! Man kann in die Röhre rein! Wie geil ist... Aber Props dafür, dass die Röhre zumindest nicht in der Luft geflogen ist, tun, sondern an so einen, an den Stein da befestigt war. Okay, aber eigentlich ist es wirklich ganz einfach. Ihr wartet einfach dieses Düdelülü ab, dann geht ihr halt nach rechts, müsst nicht mal hüpfen, weil die Zeit langt, dann wartet ihr einfach, geht weiter, geht hier einmal zwischendurch, dann geht ihr halt da nach oben. Da war ich noch nie. Leg, leg. So, ha. Wow. Nyongja, runter. Guti. Wie kann das Feuer überhaupt in einer Reihe so aufgeduddelt sein? Das geht doch gar nicht. Wow! Okay, das ist der Try, Leute. Das ist der Try. Okay, jetzt mal ehrlich. Das ist der Try. Das ist der Try. Ja, das ist der Try. Das ist er. Mann! Lol. Spring doch! Mario, bitte spring doch einfach. Dieses Spiel ist so einfach, ich kann es nicht glauben. Es ist so einfach, yeah, ich schaffe es nicht. Das Problem ist halt, Leute, wenn ihr hier durch seid und dann hier seid, dann müsst ihr ganz kurz auf der linken Seite warten, damit ihr Schwung aufnehmt, um über die zweite Röhre zu kommen. Aber an sich hier vorne wirklich alles richtig einfach. Also bis hierhin komme ich easy peasy und alle hoppala. Ja, guck. So. Come on, ey, wo soll ich denn das hinter? Dieses Spiel ist so unfassbar einfach, ich kann es kaum glauben. So, und dann da hoch. So, easy. Ich weiß ja nicht mal, wo ich als nächstes hin soll. Muss ich dann nochmal runterlaufen und dann nochmal hoch, oder was ist der Plan? Wow, oh, 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 oh. I got this. Ich hab das. Ich krieg das hin. Das ist der Lauf. Das ist der Lauf. Das ist der Lauf. Das ist der Lauf. Das. Oh, das. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Easy, easy. Ich muss unten durch. Ich muss echt unten durch. Ist das denn dein Ernst? So viel Idle Time. Scheiß Level. Meine Reflexe wollen mehr machen, außer so wenig, wie dieses Level von mir verlangt. Nein, zu früh! Hä? Muss ich denn auf den Stein?
Aber ohne Witz, die Musik hilft richtig krass. Also hier am Anfang halt, wann man loslaufen muss und hier düt, düt, düt. Das ist alles sehr im Rhythmus der Musik, wie sich die Flammendinger da bewegen. Hört ihr den Groove, Leute? Hört ihr den Groove? Ich anscheinend nicht. Mann, wieso ist das Ding so langsam? Nein, schon wieder! Bleib doch da nicht hängen, Mario! Okay, okay, okay. Ich hab's. Da hoch, da hoch! Hä? Muss ich da mit Anschwung hoch? Oder wie ist der Plan? Das war doch schon fast. Yo, 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 yo. Easy, easy, easy. Easy? Easy soweit? Aber wie jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Ich glaube, ich muss da noch schneller sein. Ich muss schon... Ich darf da nicht so lange eilen, glaube ich. Ich muss da schon vorher lang gehen. Auf die Röhre rauf. Und da quasi schon rauf? Nee, man wartet den einen ab und springt dann rüber. Dann geht's auf jeden Fall. So, den einen warten wir ab und jetzt springen wir nämlich schon rüber. Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo muss ich hin? Aber ich meine, das ging ja auch recht gut. Kann man denn in die Röhre rein, ist halt die Frage. Ich meine, die ersten 18 Sekunden habe ich schon. Das ist schon mal die Hälfte vom Level. Weltrekord sind nur 41 Sekunden ungefähr. Von daher, easy peasy machbar. Alter, ey. Hey, jetzt springe ich mal in den Scheiß rein. Wieso ist denn jetzt der eine da in meinem Weg? Nee, das geht nicht. Aber danach schon. Hä? Das geht doch aber auch nicht. Mann, dieser eine F***er da immer. So irgendwie? Aber ein bisschen schneller? Wenn man in die Röhre rein kann, dann ja. Aber ich glaube, man konnte auch nur in die erste Röhre rein, oder? Nicht in die dritte. Im normalen Mario. I mean. Ach da, das war meine Mitfahrgelegenheit. So, jetzt sofort rauf. Oh nein. So, nach den sofort rauf, den abwarten, rübergehen. Muss man dann einen langen Jump machen? Oder muss man in die Röhre rein? Oder was ist der Plan? Was ist der Plan hier? Ich weiß nicht genau, was der Plan ist. Mach einfach mal einen dicken Jump da darüber. Das wird bestimmt gut gehen. Hui! Tschupa! Wow! Tada! So, und dicker Jump! Oh nein, dicker... Ich erwisch diesen blöden Block nicht. Der ist aber auch so winzig-tinzig klein. So, aufgepasst und go! Und go! Ich wollte einen langen Jump machen, aber ich glaube, das geht auch gar nicht mit einem langen Jump. Kommt man da überhaupt rüber? Go, go, go! Vielleicht mit Anschwung. Ich habe da ja noch relativ viel Zeit zum Stehen. Und wenn ich mit ein bisschen Speed darüber laufe, dann sollte das vielleicht sogar gehen. Hä, ich war zu schnell? Ich bin noch nie gegen dieses Feuer da gestorben. So, den abwarten und... Huah! Wenn man nicht gegen die Röhre gegenknallt, dann geht das, glaube ich, sogar. Warten, 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 warten. Und alle, ja. Schön in die Flamme reingesprungen, Mario. Richtig schön. Nur weil die rot ist und du auch rot bist, musst du nicht in diese fucking Flamme springen, ja? Oh, jetzt bin ich ja immer zu schnell. Ich bin zu gut für dieses Spiel. Ich bin zu gut für dieses Level. Zu schnell für dieses Level vor allem. Ich hasse das, wenn ich nicht die ganze Zeit reagieren muss. Und alle hoppala. Und alle...
Okay, wir probieren's. Ich hab das Timing von dem Einflammending noch nicht so richtig raus. Jetzt. Mann, wieso springst du denn da nicht rauf? Ich raff's halt nicht. Okay, Leute, ich habe jetzt mal die Augenbinde abgenommen. Jetzt sollte das relativ einfach werden. Wenn ich sehen kann, was ich so genau mache. Wow, das ist ja alles knapp hier. Okay, ja, viel einfacher, wenn ich sehen kann. Viel einfacher jetzt, ohne Witz. So, warten. Wieso springst du da nie rauf? Warten. Und go! Kann man in die Röhre, kann man nicht in die Röhre? Was ist der Plan? Mario hat keinen Bock mehr zu springen. Mario hat echt keinen Bock mehr zu springen. Spring doch ein bisschen höher, Mario. Du bist kein gutes Pferd. Springst nicht nur so hoch, wie du musst. Du springst weniger. Und dann bist du tot. Und das ist super dumm von dir, Mario. Es ist so heiß in meinem Zimmer. Es geht aber trotzdem nicht. Muss ich da wirklich eine Runde warten? Aber das hat sich schwerer angefühlt, wenn man eine Runde wartet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da auf diesen Block einmal rauf muss mit so einem Pixel von Mario. Weil dann kommen einfach von beiden Seiten ja die Flammen. Also entweder man kann in die Röhre rein oder man muss da richtig schnell rauf und sofort wieder jumpen, um zwischen den beiden Flammen hinzukommen. Oh, ups, das war zu spät. Never mind. Ja, der war der Allergeilste und kriegt das auch trotzdem hin. So, einmal probier es noch. Man kommt da nicht rüber. Man kommt vielleicht auf die Röhre rauf, aber nicht weiter. Leute, ich nehme jetzt schon seit einer Stunde auf und das ist mir eindeutig zu lang und ich bin noch nicht mal bei der Hälfte von dem Scheiß-Level. Ich bin mir sicher, am Ende wird das noch viel assiger, als das hier ist. Deswegen gebe ich den Level jetzt noch 5 Versuche und wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe, dann muss ich das leider abbrechen. Aber ich habe nicht mal die Hälfte geschafft. Aber ich will zumindest nochmal über diese Pipe darüber kommen. Das kann doch nicht sein. Ich werde es vielleicht nochmal in einem Stream probieren, das irgendwie hinzubekommen, dann mit Hilfe von Zuschauern. So, über 2. Aber so als Video an sich ist mir das gerade auf jeden Fall zu viel Aufwand. Holy moly. Aber schönes Level, Yukari. Richtig geil. Gefällt mir richtig gut. Ach, fuck. Ah, jetzt raff ich's. Ich raff, wie ich da hochkomme. Ich muss nämlich von hier unten einfach rüber. Ja, geil. Ja, easy peasy. Und dann? Und dann muss ich da einfach rüberhüpfen, oder was? Hä? Ich meine, ich kann da oben bestimmt rauf. Aber ob mir das was bringt, ist die andere Frage. Ja, und alle, ja, und... Oh, geil. Muss ich da einfach links rein? Bin ich da sicher? Bin ich da safe? Hallo? Can anybody tell me? Fuck you, wieso ist dieses Feuerding so lahm? Okay. Easy. Yo, ich lebe noch. Alles cool. Ich lebe immer. Hä? Okay, da muss ich wieder ganz schnell nach rechts, oder was? Eine Münze, ich hab... Okay, also wenn ich jetzt in den nächsten 3 Versuchen mich weiterkomme... Okay, der zählt nicht. Versuch Nummer 1. Hüpfi. Und weiter geht's. Und hier warten. Und nach links. Und warten. Und weiter. Ich glaube, das war zu langsam. Nein, es geht. Alles cool. Denn ich bin ein Profi, müsst ihr wissen. So, dann geht ihr hier hoch. Dann geht ihr hier hoch. Dann wartet ihr ganz, ganz lange. Richtig lange. Und dann springt ihr irgendwann los. Und dann springt ihr weiter. Und dann geht ihr ganz nach links. Und dann geht ihr ganz nach rechts. Und dann geht ihr... Eben habe ich doch auch überlebt. Wieso denn diesmal nicht? Okay, Versuch Nummer 2. Ihr geht nach links, ihr wartet, ihr springt hier rüber, ihr geht ganz nach rechts, hüpft nochmal, falls ihr merkt, ihr seid ein bisschen zu langsam. Und dann geht ihr hier so lang oder wieder hier. Das ist wirklich alles pipi aller eierleicht, jetzt ohne Witz. Also wer das nicht kann, der sollte kein Mario Maker spielen. Wow! Fuck ey, ich bin... Shit. Was tue ich hier? Was tue ich denn hier? Ich hab zu lange gewartet. Okay, Versuch Nummer 2 und jetzt kommt letzter Versuch, wenn ich jetzt nicht weiterkomme. Shit. Dann... Kein Bock mehr, Alter. Das ist doch ein scheiß Level. Nein, es ist ein cooles Level, aber es ist trotzdem scheiße. Na, okay, das zählt nicht. Wir machen noch einen Versuch. Ich will zumindest über die Röhre darüber. Röhre rüber und nach links und nach...
Okay, okay, ganz nach links, ganz weit nach rechts, und zwar so richtig weit. Da wieder ganz nach links. Dann hier hoch, dann da hoch. Oh yeah! What? Das ist so gemein, dass man halt Progress hat, Leute. Das ist so gemein. Dann denkt man immer, man kriegt es immer weiter hin. Aber ja, stirbt dann halt zwei Zentimeter weiter rechts. Gut, vielleicht werde ich das als kleine Serie machen. Aber das ist dann erstmal Folge 1 von diesem Level. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich finde aber, ich bin recht weit gekommen, möchte ich meinen. Danke für die Einsendung, Yukari. Ja, macht auf jeden Fall viel Spaß. Mal gucken, ob ich es irgendwann noch hinbekomme. Ich bin ziemlich sicher, dass wenn ich das jetzt, keine Ahnung, 3 bis 5 Stunden spiele, dass ich das dann auch irgendwann hinbekomme. Auch wenn ich immer noch denke, wir können ja mal Level-Infos angucken, dass es am Ende halt noch ultra assig wird. Wo sind wir denn? Wir sind ungefähr... Ja, wir sind nicht mehr bei der Hälfte, Leute. Wir sind nicht mal zum zweiten Loch hingekommen. Wir sind beim ersten Loch. Ja doch, ja, gerade beim zweiten Loch sind wir. Kurz vor der Hälfte. Alter Schwede, ey. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er am Ende noch richtig assige Sachen da reingepackt hat. Von daher, was ist denn erstmal mit dieser Folge? Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir es nicht hinbekommen haben. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.